Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute packen wir etwas aus, heute aus einer ganz neuen Perspektive, mal zur Abwechslung, da ich gerade das Studium umbauen bin. Das heißt, ihr müsst in nächster Zeit einiges verändern. Deswegen haben wir heute mal eine Top-Down-Ansicht. Nicht wundern, das Video selber ist noch nicht mit der Blackmagic. Das Video ist noch mit der G70 von Panasonic. Was wir hier haben, ist Zubehör für die Blackmagic aber. Und zwar von der Firma Smorik. Ist ein Cage, ein alter. Sollte es auch nicht. Ist natürlich ein Cage für die Blackmagic. Pocket Cinema Kamera 4K. Und nein, ich finde den Namen immer noch dämlich. Verpackung ist recht unspektakulär. Eigentlich nicht wirklich groß was zu sehen. Ist auch tatsächlich nur eine kleine Umverpackung. Hier ist nämlich noch ein Karton. Und auf dem finden wir auch nicht mehr. Das heißt, wir öffnen das Paket nun einmal nur. Und finden hier drin einmal eine Tüte mit Schrauben und Zubehör. Und der Käfig. Ich habe mich in dem Fall für den Käfig von Smorik entschieden, weil hier auch gleich in diesem kleinen, man kann es Bundle nennen, etwas Zubehör mit dabei war. Das zeige ich euch sofort. Ich denke mal, das ist in der Mitte. Aus. Das heißt, wir haben hier einmal unseren Cage, das ist in dem Fall ein Full Cage, nicht ein Half Cage. Stellen wir den mal kurz zur Seite. Genau. Hier ist der sogenannte NATO-Griff mit ganz, ganz vielen Schraublöchern bzw. Gewinden. Und diesen tollen Teilchen, das kostet allein schon 20 Euro. Bundle war es dann gefühlt kostenlos. Und der kostet auch schon fast 30 Euro. Der SSD-Halter von Smorik für die genau passende Samsung T5 SSD. Weil, ich weiß nicht, ob ich es im Unboxing-Video damals, nee, da wusste ich es glaube ich noch gar nicht. Die 4K tut in 4K 60 FPS in Blackmagic RAW 12:1 passen auf eine 500 GB SSD gerade mal 113 Minuten. Oder in 3:1 sogar nur noch 13 Minuten. SD-Karten kann man absolut vergessen. Viel zu langsam für 4K 60, Full HD wahrscheinlich kein Problem. 4K 30, ja, wird schon eng. Da ich aber in 4K 60 produzieren möchte, ist die SSD unabdingbar. Ja. Haut eben in 12:1, um dann immerhin Blackmagic RAW mit 113 Minuten aufzeichnen zu können. So, schauen wir mal. Hier haben wir dann die ganzen Schrauben drin. Okay. Und zweimal. Es müsste auch, ist richtig, ja, genau, hier unten ist nämlich dann nochmal ein Imbus. Den kann man dann rausnehmen. Der ist ja immer dabei, der ist hier magnetisch gehalten. Und dazu haben wir hier einmal die Blackmagic Design Pocket Cinema Kamera 4K. Die kommt jetzt einmal so hier rein. Genau. Das ist, glaube ich, die hier. Ne. Ich glaube nicht, dass es die sind. Ich glaube, das sind die hier. Ich glaube, die zwei sind nämlich für den Griff. Ich glaube, die sind für den Griff zu kurz sonst, ne? Ja. Dann gehört die nämlich hier rein. So. Das war natürlich jetzt das Gute ist, hier unten hat dieses Teilchen, ich hoffe, man kann es erkennen, nämlich nochmal so zwei Widerhaken, was die Kamera ebenfalls hat. Der Vorteil hierbei ist tatsächlich, in normalen Cages, zum Beispiel bei der G70, die hat so, was nämlich nicht
also diese Widerhaken, kann die Kamera sich drehen. Das ist natürlich recht suboptimal, wenn die Kamera sich einfach mal drehen kann. Deswegen hat Blackmagic tatsächlich mitgedacht und hier diese kleinen Widerhaken eingebaut. Das halte ich für sehr, sehr sinnvoll. So, der Vorteil beim Cage ist, wir haben immer noch vollen Zugriff auf den 20 Minuten haltenden Akku. Und natürlich für SD- und CFast-Karten. Und an alle Anschlüsse haben wir natürlich problemlos die Möglichkeit ranzukommen. So, dann haben wir einmal den Griff. Den Griff kann ich an sich ranschrauben, wo ich möchte. Ich schraube ihn aber in dem Fall hier oben fest. Wo schraube ich ihn hier fest? Das muss ich gerade tatsächlich einmal überlegen. Nee, ich bleib hier. Ja. Ich kann auch hier hingehen. Weißt du was? Ich gehe hier hin. Ich mache ihn hier fest. So. Nochmal einmal fest. Und das zweite Mal fest. So. Griff ran. Gut, ist natürlich jetzt auch ein bisschen unausgeglichen. Wir haben ja auch noch kein Objektiv oder so dran. Und dann kommt unsere SSD-Halterung. Einfach nur. Genau, so hier hin. Dann bleibt euch eine Schraube übrig. Als Ersatz, oder wenn uns mal eine fehlt. Ein bisschen weiter raus vielleicht. So, können wir hier die SSD hinmachen. Soweit ist sie gerade noch am Kopieren. Dann brauchen wir das hier eigentlich alles schon nicht mehr. Kann das zur Seite. Dann haben wir hier alles fertig mit unserem Rig. Kann das Objektiv dran, kann man es benutzen. Hier ganz viele Sachen zum Festschrauben. Wir können am Griff festschrauben. Wir können dann hier auch entweder Licht oder Monitor. Was ich ganz cool finde, hier ist dann Platz fürs Mikrofon. Mit dem Culture Mount, das ist auch ein Culture Mount. Hier an der Seite haben wir noch einige und hier unten haben wir noch einige Gewinde für Montageplatten, für Zubehör und. Ja, finde ich cool. Finde ich definitiv cool. Also, was doch ein bisschen toplastig schon ist. Wenn ich jetzt vorne hinschrauben, ich glaube, es gibt ein Problem mit der SSD. Und ich möchte die SSD eigentlich schon ganz gerne so hier haben. Ja, da gibt es gerade noch andere Möglichkeiten. Sondern kann man hier hinten vielleicht noch ein bisschen Gewicht hinmachen, um das auszugleichen. Das sieht man dann im Praxiseinsatz. So, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Schreibt mir gern eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.